Tiere sind loyale und liebende Kreaturen und sie haben viel intensivere Gefühle, als du denkst. Deshalb sieht ein Wiedersehen mit einem Haustier immer so herzerwärmend aus. Und hier ist ein weiteres Beispiel. Als der Besitzer dieses Hundes im Krankenhaus bleiben musste, saß er jeden Tag vor der Tür und wartete auf seine Rückkehr. Und schließlich... Und dieser Junge bekam das beste Weihnachtsgeschenk. Ein Wiedersehen mit seiner vermissten Katze. Und hier ist ein Wiedersehen zwischen einem Taucher und seinem Freund, ein asiatischer Schafskopfrasse. Er hat diesem Fisch einmal geholfen und nun sind sie seit 25 Jahren befreundet. Schau dir einfach an, wie ein Rudel Wölfe ihre Adoptivmutter begrüßt, nachdem sie sich 2 Monate lang nicht gesehen haben. Diese Frau kümmert sich um diese Löwin, seit sie 4 Monate alt war und besucht das Tier fast jeden Tag. Schau dir an, wie glücklich dieses Baby-Kapuzineräffchen ist, seine Großmutter zu sehen. Und dieser schöne kleine Vogel wurde im Gras gefunden, als er noch ein Küken war. Und diese Frau zog ihn daraufhin ohne Käfig auf. Und jetzt kommt der Vogel jeden Tag, um sie zu besuchen. Und dieser Elefant lebt in einem Naturpark für Elefanten mit Behinderungen oder die Tierquälerei erlitten haben. Und hier begrüßt er seine Freundin. Das Tier schläft zu ihrem Schlaflied ein. Das ist ein entzückendes Wiedersehen mit seinem Lieblingshund nach einem ganzen Jahr Abstand. Mehrere Tage lang suchte jeder nach diesem Papagei, als er dank Social Media und einer freundlichen Person, die den Vogel in seinem Hühnerstall fand, endlich wieder mit seinen Besitzern vereint wurde. Und dieser taube und blinde Hund, er schnüffelte seinen Hund auch nach einem Jahr, in dem ihn aufgrund der Pandemie nicht sehen konnte. Und hier ist ein weiteres glückliches Wiedersehen zwischen einem Hund und seinem Besitzer. Stell dir die Trauer vor, die dieser Hund durchgemacht haben muss, als seine Adoptivkuhmutter verkauft und weggenommen wurde. Als der Besitzer seinen Hund leiden sah, brachte er die Kuh zurück. Und hier ist ihre herzerwärmende Wiedervereinigung. Und wie der Hund glückliche Tränen vergoss. Und diese Löwin begrüßt ihren Retter jeden Tag so. Im Jahr 2012 rettete er sie vor einem Bauern, der sie gefangen hielt, und zog sie daraufhin groß. Dieser Hund wurde vermisst und die Familie suchte ihn monatelang. Und hier ist ihre Wiedervereinigung. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, wo bist du? Hallo? Und wann tut man das? Hä? Sechs Monate zuvor trennte sich diese Familie von ihrem Hund, weil sie von Dubai nach Großbritannien umgezogen war. Die neue Familie allerdings beschloss, den Hund nicht zu behalten. Und die Mutter dieses Mädchens sah zufällig die Kleinanzeige. Und dieses Mal fand Holly der Hund eine Familie, von der sie sich nie wieder trennen würde. Dieser Mann ist auf dem Weg zu seinem Hund, den er seit 10 Monaten nicht mehr gesehen hat, da er ins Ausland gezogen war. Und hier ist ihre emotionale Wiedervereinigung. Dieser Hund war 2 Jahre lang vermisst und während sein Besitzer auf der Suche war, wurde er von anderen Leuten aufgenommen. Doch der Hund rannte weg und landete auf der Straße. Eine freundliche Person fand ihn und konnte dank des Chips den ursprünglichen Besitzer wiederfinden. Dieser 8-jährige deutsche Schäferhund arbeitete als Spürhund, wurde jedoch aufgrund seiner Pensionierung von seinem Mentor getrennt.
aber er kam, um den Hund zu besuchen. Und hier ist ein Wiedersehen mit einer Katze, die 13 Jahre lang vermisst wurde. Das Gesicht dieser neuen Mutter, die ihre Welpen noch stillte, wurde durch einen Wildschweinangriff stark entstellt. Der Tierarzt schlug vor, die Hündin von ihrem Elend zu befreien. Aber der Besitzer gab nicht auf und der Hund wurde einer komplexen Operation unterzogen. Und nach einer langen Behandlung waren sie endlich wieder vereint. Ein Papagei namens Hugo flog versehentlich durch eine offene Tür hinaus und landete auf der Start- und Landebahn des Flughafens von Dublin. Zum Glück wurde er gerettet. Und dieser Geier besucht einen Bauern, der vor einer Weile das gebrochene Bein des Vogels behandelte. Schau dir an, wie er die Flügel ausbreitet, als ob er versucht, seinen Retter zu umarmen. Und dieses seltsame Paar war 6 Monate lang befreundet, als der Golden Retriever plötzlich aufhörte, die Kuh zu besuchen. Und seht, wie glücklich sie sind, als sie wieder vereint sind. Und dieser Löwe verlor die Hälfte seines Körpergewichts, als er der Frau, die das Tier aus einem Zirkus rettete, weggenommen wurde. Sie kümmerte sich gut um den Löwen, aber er wurde weggenommen und wieder in einen Zoo gebracht. Nachdem er dorthin gebracht wurde, hörte der Löwe auf zu essen. Aber sie konnten ihn mit seiner Adoptivmutter wieder vereinen. Und seht, wie glücklich das Tier ist. Was kann besser sein, als deinen Welpen wiederzufinden, nachdem er bereits für immer verloren geglaubt war? Und dieser ältere Mann verlor seinen Dobermann. Aber 3 Tage später gelang es einem Polizisten, den Hund zu finden. Und diese Frau besuchte bei einer Tierrettung ein Känguru. Jeden Morgen laufen diese Elefanten zu ihrem menschlichen Freund, um Hallo zu sagen. Und das ist eine einzigartige Freundschaft zwischen einem Tiger und einer Person, die ihn aufzog. Sie umarmen sich, küssen sich. Und wenn sie kämpfen, ist alles nur Spiel und Spaß. Und dieser Affe hat seinen Freund seit einem ganzen Jahr nicht mehr gesehen. Diese Person zog einen Gorilla im Howlett's Wild Animal Park in England auf und ließ ihn dann in Afrika frei. Und 5 Jahre später trafen sie sich wieder. Dieser Hund vermisste seine Besitzerin, während sie in der Armee war. Und diese Familie fand ihren verlorenen Hund nach 8 Monaten wieder. Und das ist eine glückliche Wiedervereinigung einer Löwin namens Chiara mit ihrem Adoptivvater. Dieser Schimpanse wurde mit einer Lungenentzündung geboren und daher von seiner Mutter nicht akzeptiert. Er wurde von diesem Menschen wieder gesund gepflegt. Und schau dir ihre Wiedervereinigung an, nachdem sie sich 2 Monate lang nicht gesehen hatten. Dieser Hund verirrte sich in den Bergen und wurde 2 Wochen später gefunden, nachdem er ein Drittel seines Körpergewichts verloren hatte. Doch seht, wie glücklich er wieder ist. Dieser entzückende Moment, als eine wilde graue Robbe den Taucher unter Wasser umarmte. Und schau dir diesen Pinguin an. Er war nach dem Angriff einer Seerobbe verletzt, also wandte er sich an den Menschen für Hilfe. Und glücklicherweise ging alles gut aus.
Aufgrund der langen Abwesenheit seines Besitzers hatte dieser Hund ihn bereits vergessen. Aber es brauchte nur eine Streichleinheit und er erkannte ihn sofort wieder. Und diese Elefanten wurden nach 20 Jahren wieder vereint. So sieht es aus, wenn man sich vermisst. Hast du schon jemals etwas Bezaubernderes gesehen? Das ist alles für heute. Abonnier schnell unseren Kanal, um sicherzustellen, dass wir nie getrennt sein müssen.